Beziehungsweise 1, 2, ich baue noch zwei weitere sogar. Eins, zwei. So. Und dann verbinde ich das hier alles miteinander. Perfekt. So, warum gleich drei auf einen Streich? Eine brauchen wir neu. Und die beiden hier oben können wir wegnehmen. Dann haben wir unsere Wasserversorgung auch zentral an einem Punkt. Und wir brauchen mehr Gewerbegebiet scheinbar. Wie kommt denn das? Also ist kein Problem, weil wir haben hier oben wunderbar viel vorausgewiesen. Mach erstmal hier die den Rand beziehungsweise den Abgrund. Und eigentlich kann ich auch die. Ob brauche ich die noch? Die Strom. Dinger eigentlich ja nicht, oder? Oh doch, die habe ich noch gebraucht. Warte mal ganz kurz. So, Ort ist bereits belegt. Darf ich das so machen? Nein, das ist nicht verbunden. Damned. Baut da irgendwer ganz schnell was hin? Ach ja, Tatsache. Okay. Dann haben wir das jetzt darüber geregelt. Dann brauchen wir tatsächlich die ganze Sache da nicht mehr und können erstmal die unliebsamen Grundstücke, die stehen quasi im Wasser. Ich würde da ja nicht bauen. So. Wasserversorgung hatte ich hier schon gelegt, oder? Ja. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt die Gewerbegebiete, die weiteren ausgewiesen. Güterzugbahnhof funktioniert. Der andere Bahnhof da hat natürlich noch keinen wirklichen Betrieb, aber stört uns ja nicht. Abwasser ist gut, ne? Ja. Sehr schön. Haben wir schon einen Pumpendienst? Ja. Okay. Was habt ihr hier überhaupt? 5 überqualifizierte Arbeiter. Ich sollte vielleicht noch ein Gebiet bauen mit weniger Schulbildung. Ist mir auch eingefallen. Aber dazu müssten erstmal wieder Leute hier hinziehen wollen. Will ja aktuell keiner sein. So. Aber das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Okay. Warum steht hier oben immer ab und zu so ein Wasserblinken? Liegt doch alles. Die haben schon wieder Probleme mit den Toten. Es ist echt. Ja, aber die sind umgeben von Krematorien und Friedhöfen. Soll ich noch machen? Oder wie sieht's denn beim Müll aus? Oh, wir brauchen mehr Müllverbrennungsanlagen, wie es scheint. Die kann ich ja bauen. Das ist ja kein Problem. So, direkt mal 3 Stück. Für die Zukunft mitgeplant. Ja, das reicht. Stadion bietet Massenunterhaltung. Unterhalt minus 4000 pro Woche. Oha. Teuer, die Dinger.
Warum ziehen eigentlich so viele Leute aus unserer Stadt aus, statt ein? Ist hier irgendwas nicht zufriedenstellend? Bildung ist doch ganz okay. Polizei ist okay. Feuer, das Katastrophenschutz. Oh, verdammt. Das wollte ich nicht. Hier ist auch noch richtig viel Platz für weitere Bürogebäude. Feuerwehr ist gut. Krankenversorgung ist gut. Müll ist gut. Die sind alle glücklich. Aber die Leute rennen uns davon. Und wir brauchen ein neues Solarkraftwerk. Sogar Grünenergie. Was will ich noch machen? Also ich kann schon mal, glaube ich, ein bisschen mehr Wohngebiet ausweisen. Mache ich am besten hier mit der vierspurigen. Ziehe ich die durch? Ne, ich mache das so. Ja, und da das Wohngebiet ist natürlich die schönen Baumstraßen. Also die schönen... Das sind das doch, alles sind Alleen. Auf beiden Seiten Bäume. So. Zack. So ein bisschen, ja, jetzt ist die Wohngebietanfrage weg. Es ziehen aber die ganze Zeit Leute aus unserer Stadt aus. Nur warum? Ist doch schön hier. Und die können sogar am Berg wohnen. Gut, ist mit dem Fahrrad jetzt nicht so toll, aber... Kann ja nicht alles haben, ne? Ah, da ist wieder irgendein Anstieg. Okay. Warum heben sich die Straßen? Das ist jedes Mal plötzlich wieder so, dass sich die Straßen so 3 Kilometer in die Höhe heben. So. Da ist klar, dass das zu steil ist. Jetzt müssen wir das hier ein bisschen überlappen, aber egal. Ich meine, das an dem Berg, das ist eh alles ein bisschen Chaos. So, ich verbinde das aber hier sogar noch. So dürfte den Verkehr an der Küste ein bisschen entspannen. Sondern weise ich das einfach mal als Wohngebiet hier das bisschen aus und guck mal, ob. Ah, guck mal, da ziehen sogar gerade wieder ein paar Leute in die Stadt. Wie sieht das hier wassertechnisch aus? Na, ja, hier ist noch gar nichts. So. So. Und so. Ist jetzt nicht ganz gerade, aber. Das muss es ja auch nicht sein. Ups. Ist das verbunden? So. Perfekt. Jetzt bin ich gespannt, ob da Leute hin... Okay, da ziehen Leute. Wir hatten nicht genug Wohngebiet, aber es ist doch gar keine Anfrage nach Wohngebiet. Ich weiß das einfach mal alles hier aus. Und wir gucken, was passiert. Weil ein paar Häuser haben sich da ergeben. Oh, fuck. Der Stärke 10. Geht es überhaupt stärker? Oh, fuck. Das könnte eklig werden, vor allem, weil ich ein... keinerlei Evakuierungsbunker gebaut habe. Bin echt gut. Baue ich mal ganz schnell. Ich weiß, dass das eigentlich nicht so schnell funktioniert. Ich hätte auch Evakuierungsrouten bauen können.
Ort ist bereits belegt, Gefälle zu steil, ne. So, eins muss auf jeden Fall noch hier rein. So. Wir müssen hier einiges bauen an Bunkern. Ich baue die jetzt einfach mal ganz schnell. Okay, wir haben nicht genug Geld. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Ich evakuiere vorsichtshalber mal alle. Beziehungsweise, na, nee, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich warte jetzt noch so paar, ich warte jetzt noch einen, zum 22. warte ich jetzt noch, dann evakuiere ich alle. So, da. So, das müsste jetzt ja jede Sekunde losgehen. Wir haben leider kaum Nahrung, kaum Wasser, kaum Strom in den Dingern, aber sollte ja das Problem ist, dass wir dadurch, dass wir kaum Geld haben, und wir verlieren natürlich, sobald unsere Bewohner in die Bunker gehen, verlieren wir massiv Geld. Ich kann die noch nicht in die Bunker schicken. Bankrottalarm ablehnen. Wir sind nicht bankrott. Ich habe nur meine Leute evakuiert, weil ich mir Sorgen um sie gemacht habe. Ja, scheinbar geht das doch nicht so schnell. So. Die Frage ist, wann geht es los? Das wäre interessant. Geht Ihnen das Geld aus? Nein, geht es nicht. Es hat sich gerade die Kamera zentriert. Ich hatte Panik. Es müsste jetzt eigentlich jede Sekunde losgehen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Also ich lasse die Bürger jetzt erstmal evakuiert. Und warte mal darauf, dass was passiert. Na, guck mal, da geht's los. Ja, die Brücke ist direkt weg. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. Wow. Boah, guckt sich das einer an. Was ist das für eine Flutwelle? Oh, 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 oh. Boah, Alter, reißt das hier gerade das. Hilfe. Na gut, Erdbeben der Stärke 10, ne? Warnung, Erdbeben entdeckt. Boah, guckt sich die Flutwelle an. So. Jetzt können erstmal alle nach Hause gehen. Erdbeben ist ja vorbei. Das Problem ist halt, wir haben keinerlei Geld. Brauchen aber welches. Können auch aktuell keine Darlehens aufnehmen. Ah, ich hoffe mal, dass wir das überleben. Weil hier hat es jetzt auf jeden Fall. Das hat uns alle Wasserpumpen weggerissen, oder? Er hat es. Oh, oh, oh. Ja, ich könnte nur ein Darlehen aufnehmen, aber das bringt nichts. Bin dafür, wir schrauben einfach mal ganz kurz die Steuern mega an. Alles auf 20%. Und wir müssen irgendwie in den positiven Bereich kommen, dass ich Wasserpumpen bauen kann. So. Ja, das geht runter. Ich hoffe nur, es geht schnell genug runter. Die Wasserflutwelle walzt sich hier immer noch durch die Stadt. 60.000, wir haben auf jeden Fall wieder gute Einnahmen. Wir müssen nur in den positiven Bereich kommen.
Was ist nun mit den Wasserwerken los? Ja, ein Erdbeben hat die Wasserwerke erwischt. Schon mal drüber nachgedacht? So, 31, minus 31.000, minus 26.000. Minus 21.000. Minus 16.000. 12. 7. 2. Okay, pausieren. Jetzt können wir uns das Darlehen nehmen. Und erstmal Wasserpumpen bauen. Das ist nämlich das Wichtigste, dass die Infrastruktur wieder steht. Sonst rennen uns die Leute hier schneller weg, als wir gucken können. So. 'Sollte die Wasser ver können die Steuern jetzt auch wieder runterdrehen übrigens. Also alles wieder auf. Ich mache erstmal alles auf 10. Ich glaube, ich hatte vorher ein paar auf 11, aber war jetzt die Notlösung. Quasi das Kriseneinkommen. So. Dann müssen wir hier das Straßennetz reparieren als nächsten Schritt. So, wie sieht's wassertechnisch aus? Ja, Wasser ist wieder da. Sehr gut. Ein Glück, dass wir hier auch mehrere Sachen geregelt haben. Ja, das Wasser geht wieder zurück. Schön. 291 Tote, 86 zerstörte Gebäude. Über fast 2 Kilometer zerstört, 37 brennende Gebäude, brennende Bäume, 22. Okay, 291 Tote ist verglichen mit dem Erdbeben sogar schon fast gut. So. Okay. Das geht finanztechnisch jetzt auch wieder aufwärts. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns erstmal darum, dass wir hier die Straßen reparieren. So. Oh, das sind welche mit Bäumen gewesen. Ups. Zack. Das da kann wieder repariert werden. So, erstmal hier alles reparieren. Dann sollten wir uns demnächst mal darum kümmern, hier eine vernünftige Katastrophenabsicherung zu machen. So eine sechsspurige normale Straße. Dahin. Das reparieren. Hier muss noch eine Reparatur. So, ist sonst noch was kaputt? Nee, ich glaube, das war das Schlimmste. Okay. Jetzt hier die Straße wieder einführen. Da oben die sechs. Ist das eine sechsspurige gewesen? Nee, eine vierspurige. Die hatte ich auch bis hierhin, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ich hatte hier sogar noch so einen kleinen Seitenarm. Ah, nicht genug Geld. Ja, gut. Egal, das Wichtigste haben wir. So, da können dann auch wieder. Hier waren die. Hier war, glaube ich. Genau. Oha. Hab ich gar nicht mitgerechnet jetzt. Ein Glück, dass das Erdbeben größtenteils sich unter Wasser abgespielt hat. So, hier ist noch richtig Probleme mit Toten. So richtig, richtig Probleme. Kann hier noch einen Friedhof hinbauen, theoretisch. Da war es gerade grün. So. Wir noch einen Friedhof finden, das sollte sich jetzt eigentlich. Wir müssen unbedingt uns darum kümmern, dass die. Oh. Ach, guck mal, da walzt sich jetzt das Wasser, was sich hier oben angestaut hat, gerade durch.
Aber wir haben ja einen Pumpendienst, der kümmert sich hoffentlich darum. Beziehungsweise das Wasser hier wird auch wieder ablaufen. Was sich das da. Oh, guckt sich einer die Flutwelle an. Oh. Der ganze Flusslauf hat sich jetzt auch geändert hier. Was sagt ihr? Nicht genügend Kunden. Ja, wartet mal ab, bis sich das mit dem Erdbeben wieder eingependelt hat, Leute.